An der Küste Balis ist erneut ein Wal verendet. Der Kadaver des 17 Meter langen Pottwals wurde am Samstag am Strand von Jelé gefunden, wie ein Vertreter der regionalen Marinebehörde am Sonntag mitteilte. Dabei handelt es sich bereits um den dritten toten Wal an der balinesischen Küste in weniger als einer Woche. Am Mittwoch, den 5. April, war ein Pottwal von 18 Metern Länge an der Ostküste gestrandet. Das noch lebende Tier wurde von Einsatzkräften wieder ins Wasser befördert und landete später an einem anderen Strand, wo es schließlich starb. Am 1. April wurde ein rund 11 Meter langer Breitwal tot an einem Strand im Süden der Insel gefunden. Sein Kadaver war bereits verwest, als er entdeckt wurde. Der Behördenvertreter äußerte die Vermutung, dass die beiden zuletzt entdeckten Wale an einer Krankheit gestorben sein könnten. Der am Samstag aufgefundene Pottwal habe dünn und kränklich ausgesehen, in seiner Lunge sei Blut und in seinem Darm Flüssigkeit gefunden worden. Bis die Autopsie abgeschlossen ist, werde es aber mindestens 3 Wochen dauern. 2018 wurden im Magen eines in Indonesien verendeten Pottwals mehr als 100 Plastikbecher und 25 Plastiktüten gefunden. Dies schürte die Sorge, dass der Plastikmüll aus Indonesien die Gesundheit von Walen stark gefährden könnte.